Und wir fangen heute mal etwas anders an. Und zwar mit einem Brettspiel. Vielleicht hat es der eine oder andere schon bei euch auf Twitter gesehen. Und zwar würde ich ganz gerne versuchen, ob wir das hinkriegen. Ich weiß nicht, ob es balanced ist. Ich weiß nicht, ob es kanonisch wird. Weil es könnte sein, dass ihr halt alle drauf geht. Oder aber, dass es zu einfach wird. Aber ich möchte das gerne mal ausprobieren. Und dementsprechend können wir uns alle noch weiterhin OT unterhalten. Wir müssen noch nicht ins IT gehen. Aber ich würde einfach gerne mal versuchen, ob das lustig wird. Wir haben hier Steuerung F, ein kleines Schiff. Das ist die Seeadler mit verschiedenen Regionen und Bereichen. Das ist das Oberdeck, das ist das Unterdeck, das ist der Bug, das Heck, Achterdeck haben wir und die drei Segel. Und das Schiff wird selbstverständlich angegriffen, wie ihr ja wisst. Und es kann dabei um verschiedenen Schaden gehen. Und zwar um Feuerschaden und Dämonenschaden, die dann langsam auf dem Schiff ausbrechen. Und zwar werde ich pro Runde viermal am Anfang viermal mit Brandmunition schießen und zweimal mit Dämonenmunition. Zudem werde ich weiterhin, muss gerade überlegen, viermal mit Rotzen schießen. Die machen allerdings nur Personenschaden. Das ist so ein bisschen wie stehe ich an der richtigen Tür, ne? Wir haben eben schon diesen Abzählreim gemacht. Eins, zwei oder drei. Wir sehen, ob du richtig stehst, wenn das Licht angeht. Und dementsprechend werde ich viermal auf die 8-Position schießen. Und wenn ihr drauf steht, dann bekommt ihr Schaden. Das kann halt euch mal nicht treffen. Das kann euch aber auch ganz böse erwischen. Und wie gesagt, deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob der Schaden ordentlich wird. Wir gucken einfach mal am Ende, ob das Ganze kanonisch wird, weil ich jetzt hier keinen in so einem Minispiel umbringen möchte. Aber es ist, wie gesagt, ein Minispiel. Brände können gelöscht werden, einfach indem ihr euch in eurer Runde darauf stellt, und mindestens eine Person muss darauf stehen und das Feuer wird dann gelöscht. Ebenso bei Dämonen, allerdings machen Dämonen, wenn ihr gegen sie kämpft, einen W6 Schaden an euch, während ihr sie bekämpft. Die Regeln können daher nochmal erfragt werden. Sollte das Feuer nicht bekämpft werden und bleibt bestehen, was ja aktuell bei aktuell sollte das kein Problem sein. Aber sollte das Feuer nicht bekämpft werden, dann breitet es sich aus und dann kann es zu Schiffsschaden kommen oder eben auch zu Wasserschäden, wenn das Ganze unterhalb der Linie ist. Schiffsschaden und Wasserschaden muss mit einer Probe behoben werden. Dementsprechend brauchen wir da dann tatsächlich auch sowas wie Holzbearbeitung, Zimmermann oder dann sowas wie. Ich glaube, Hauswirtschaft ist eine ganz gute Probe, um den Wasserschaden zu beheben. Oder sowas wie Athletik, Akrobatik, nicht Athletik ist es eher. Dämonenschaden, wenn die nicht bekämpft werden und wenn die weiterhin bestehen, dann machen die Mannschaftsschaden und Moralschaden. Das kann dann mit Heilkunde Seele bzw. Heilkunde Wunden kann das behoben werden. Soweit erstmal zum Ablauf. Ist das bis dahin verständlich gewesen? Wie können wir uns von einer Zone zur anderen bewegen? Nur ein Feld oder? Ihr entscheidet euch jetzt am Anfang, auf welcher Zone ihr stehen wollt. Aktuell steht ihr, weil ihr gerade an Land gekommen oder auf Bord der Seeadler gekommen seid, könnt ihr euch ein freies Feld aussuchen. Wahrscheinlich steht ihr noch auf der 6. Und ihr könntet euch jetzt einfach frei bewegen, während jetzt der Einschlag geschieht in der ersten Runde. Wenn die erste Runde durch ist, also wie gesagt, das erste, was wir machen, ist Personenschaden durch Rotzen. Das sind dann die vier Schüsse mit einem W8. Danach entscheide ich mit der Brandmunition, was anfängt zu brennen und der Dämonenschaden. Und wenn das dann behoben worden ist, dann geht es in die nächste Runde. Eine Frage, wenn ich meinen Elementar einsetzen möchte, den ich ja gebunden habe, hat er eine Priorisierung? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er zuerst auf Dämonen geht, bevor er sich dem Wasserschaden widmet und dann erst dem Feuerschaden oder da andere Effekte. Also. Ja, doch, also Zulamin hatte ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass sie ihre Liturgie wirken möchte. Ich würde einfach sagen, die Liturgie verschieben wir auf die Ingame-Szene ganz am Ende. Also wenn wir dann Ingame sind und das beschreiben, was wir dann getan haben und wie wir dann an Bord geholfen haben und so weiter. Wenn du jetzt deinen Ring benutzen möchtest, dann würde ich sagen, dass du dir entweder kannst du zweimal Dämonenschaden beheben oder du kannst viermal, das ist ein Wasser-Djinn, ne? Dann kannst du viermal Wasserschaden Das ist beheben. ein elementarer Diener. Ich habe keinen Djinn gerufen. Ja, okay, trotzdem. Dann machen wir vier Wasserschaden weg oder zwei Dämonenschaden. Okay, alles klar. Dann werde ich auf jeden Fall meinen Ring benutzen. Allein schon für den Style. Gut.
wie gesagt, die Beschreibung dann wieder dann rauspoppt, das machen wir dann als Ingame. Jetzt ist es wirklich nur eine ganz mechanische Probe, ohne irgendwie Fluff oder so. Berücksichtigen wir dabei trotzdem, wo wir dann später hinlaufen? Oder ist das jetzt erstmal egal, wo wir stehen? Also wenn ihr jetzt irgendwie an Bord rumhechtet, dann beschreibt das einfach in-game, dass ihr irgendwie auf dem Segel helft oder so, weil da irgendwelche Kettengeschosse reingeballert sind, dass ihr dann versucht, das irgendwie zu stopfen. Also dass ihr dann einfach an Bord herumrennt und direkt einfach was zu tun habt. Das wird dann... Es gibt aber keine Begrenzung, wenn wir jetzt von 6 auf die 2 wollen oder von 6 auf die 4, okay, alles klar. Aber wir können uns nur einmal pro Runde bewegen. Genau, nur einmal pro Runde. Das heißt, wenn ich dreimal auf die 6 treffe und ihr steht auf der 6, ja, dann werdet ihr dreimal getroffen. Das. Machen wir auch irgendwie Schaden oder ist das einfach nur so eine Überlebensstrategie? Erstmal ist das nur eine Überlebensstrategie, der Beschuss wird weniger und irgendwann hört er halt komplett auf. Es kann halt auch vorher sein, dass einige von euch Helden ausfallen und dass ihr dann dementsprechend weniger Personen zur Verfügung habt. Das heißt aber nicht, dass ihr in-game sterbt. Das heißt einfach nur, dass ihr dann erstmal raus seid. Mhm. Klar soweit? Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Überhaupt nicht. Ich bin richtig gespannt drauf. Ja, gut. Alles klar. Benny, möchtest du mit würfeln? Was soll ich denn würfeln? W8er. Und zwar 4 Stück. Damit können wir, glaube ich, anfangen. Beziehungsweise, ja, wir sollten das erstmal hinstellen. Genau, ihr dürft euch erstmal hinstellen. Ihr könnt euch natürlich alle auf ein das gleiche positionieren. Dann ist die Chance, dass ihr getroffen werdet, ist natürlich dann nur ein Achtel. Oder ihr verteilt euch und damit ist meine Chance größer, dass ich euch treffe, aber dann eben nur wenige Helden ausschalte. Wir können uns nicht alle auf das gleiche stellen, sonst können wir alle in einem Arbeitsgang weggerotzt werden. Gut. Dann würde ich sagen, die erste Aufstellung ist soweit beendet und Benny darf mit 4 W8ern schießen. Die W8er liegen da unten. Und dann kannst du mal gucken. 1. Aua. Okay. Das heißt, uns bricht hinten der Mast weg. Da können wir ganz sicher von sein. Und die 4, das ist Tsunami. Das Achterdeck wird getroffen. Das heißt, eine schöne Breitseite, die gegen das hintere Schiff geschossen wird. Und Zulamin wird für 4W6 plus 6 von einer leichten Rotzenkugel erwischt. Gold splittert. Ich würfle das jetzt in Fantasy Grounds? Genau. Oder? Genau. Okay. Guck dir einfach an, wie aktuell deine Lebenspunkte sind. Und dann schauen wir, wie gesagt, wie die Beschreibung wird. Ihr habt ja auch noch Leben, Heiltränke und so weiter und so fort. Plus 6, sagtest du, das wären dann 15. Genau. Ja, dann bekommst du 15 Trefferpunkte. Hast du eine Rüstung? Nee, ne? Nicht so viel. Doch. Da bräuchte ich dann eine Zone, denke ich. Ja, also ich habe Rüstung. Körperschaden, also die Gesamtzone. Was ist deine Gesamtrüstung? 5. Das, ja, 5. Aber nicht ganz, ja doch, 5. Das wird tatsächlich so aufsummiert. Gut, dann kannst du 5 Punkte abziehen, dann sind das immer noch 10 SP. Ist das eine Wunde? Höchstwahrscheinlich, ne? Meine Wundschwelle dürfte 9 sein. Gut. Also ja. Dann würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Und dann kann Benny, ich muss gerade schauen, wir haben 4 Brandsitze in dieser Runde und 2 Dämonen. Die werden auch wieder mit Rotzen abgeschossen, beziehungsweise verschossen. Da kann Benny wieder dann 6 W8 würfeln. Schauen wir mal. Wir fangen an mit dem Brand. 1, 2. Dann die 1. Das ist auch ein Brandschaden. Und die 5. Dann haben wir 2-mal Dämonenschaden, und zwar wo? Auf der 8 und auf der 5. Ist die 5? Ja, hatten wir schon. Ja. Gut, dann bekommt Boltax und Rafim bekommen beide 1W6 Dämonenschaden. Ja, einen Moment. Nehmen wir mal eine Rüstung, macht da keinen Einfluss. Ja, eigentlich schon. Doch, macht natürlich. Und dann kriege ich keinen. Ja, hab ich auch nicht gedacht. Wir haben bei Tsunami haben wir eben auch die Rüstung mit draufgenommen, deswegen passt. Gut.
Dann könnt ihr euch jetzt bewegen, beziehungsweise ich muss gerade überlegen, die Runde ist vorbei, die erste Kampfrunde, und ihr könnt euch wieder erneut bewegen. Ja, wir bekämpfen jetzt ja die Dämonen, oder? Muss gerade überlegen, machen wir das jetzt? Ja, doch, okay, dann machen wir das jetzt. Also das dann darfst du am Ende. Ja, genau, doch, du hast recht. Du darfst jetzt, Zulamin darf einen Brand löschen. Das heißt, ein Brand wird entfernt. Mhm. Und Boltax, möchtest du den Brand oder den Dämon bekämpfen? Ich werde tatsächlich den. Ich glaube, der Brand ist fast gefährlicher. Ich werde erstmal mich um den Brand kümmern. Okay. Können wir so Brandschaden-Symbole haben? Achso, sind die? Ich glaube, das wäre ganz nützlich, oder? Ja, warte. Nee, ich sehe keine. Entschuldigung. Ah, ja gut, die sind unübersehbar. Und die 1 existiert jetzt nicht mehr? Also der Mast hat's erwischt? Doch, okay. Das hätte ich vielleicht noch vorher sagen sollen. Eure Zonen haben 2 Lebenspunkte quasi, die sich aber wieder regenerieren. Das heißt, eben war ja auf der 4 war 2-mal Brand. Sollte der 3. Brandschaden entstehen, dann ist das Teil verloren. Also das ist egal, ob das 3 Dämonen sind oder 2-mal Brand, 1-mal Dämonen, aber wenn der 3. Schaden existiert, dann wird es kritisch. Mhm. Gut. So, Boltax möchte den Brand aufheben, ja? Genau. Gut. Und Rafim möchte den Dämon bekämpfen? Klar. Gut, Dämon weg. Und dann geht's auf die nächste Kampfrunde, beziehungsweise die nächste Bewegungsphase. Ihr könnt euch wieder bewegen. Bleibt mal sinnvollerweise auf der 5. Dämon muss ja auch noch weg. Können wir uns beliebig bewegen, ja, oder nur ein Feld weit? Nee, ihr könnt euch beliebig bewegen. Dann gehe ich das Mastfeuer löschen. Und ich bleibe stehen, weil da ist ja noch Feuer. Mhm. Und ich überwache auch meine Zone. Ja. Gut. Dann darf Benny wieder schießen. 4-mal Brand, 2 Dämonen. Sind insgesamt 6 Würfel. Achso, warte. Wir schießen vorher mit den Rotzen. Sind wieder 4 Schüsse. 4 Schüsse auf die Rotzen. Die 5, das ist Boltax. Bin ich. Genau. 7, da ist Abel mir. Nochmal die 7 und die 8. Wir fangen mal mit Boltax an. Wann? Ein Schuss Boltax, 4W6 plus 6. Kannst du selber auswürfeln? Ja, 4W6 plus 6. 13 plus 6 sind 19. Aua. Das 2B-Rüstung geht davon runter, dann sind wir bei 16. 16 Trefferpunkte, Schadenspunkte. Ich denke damit, also ich würde. Ja, mache ich. Wie hoch ist deine Wunschwelle? 10? Ja. Beherrschung. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelungen ist. Das könnte ganz knapp gelungen sein, ne? Ja. Schaden über deiner Wundschwelle sind 6. Die ziehen wir wieder ab. Das heißt, du bist knapp stehen geblieben. So, dann machen wir mal Rafim mit einem Schuss. Ja, warte. 23. Wo trifft mich das jetzt? Gesamtkörper. Was heißt das? Das heißt, du darfst deine Gesamtzonenrüstung angucken. Wir schauen gerade mal rein. Wie hoch ist denn deine Rüstung? 14, 11. Deine Rüstung ist 10. Deine Gesamtzonenrüstung ist 10. Wow. 13 Schaden. 13, das ist aber auch über der Wunschschwelle, korrekt? Ja, müsste. Ja. Würfel einfach mal. Ich glaube, deine Selbstbeherrschung ist hoch genug, aber trotzdem gleiche Regeln für alle Würfel. Wunden ignorieren zählt? Oder ist das was anderes? Nö, ist eine Wunde. Gut. Jetzt wird, glaube ich, aus Abel mir Schweizer Käse gemacht. Ich glaube nicht. Dann würfel mal die ersten. 4W6 plus 6. 4W6 plus 6. Wenn du 2-mal hochwürfelst, bist du tot. Oh, wow. 3 Einser. Sind aber immer noch 11 Schadenspunkte. Also ich habe nur so 14, 3. 11, also mich bei 18 jetzt. Und dann die nächsten. Du wirst ja noch ein zweites Mal getroffen. Wow. 11, ich zähle mal zusammen, 34 minus meine Rüstung sind
28, habe ich noch genau noch einen Lebenspunkt. Okay, sehr gut. Du kannst in einer Aktion, anstatt einen Brand zu löschen oder sowas, kannst du einen Heiltrank trinken. Das mache ich. Aber dann, also das machen wir gleich. So, jetzt kommt erstmal Brand- und Dämonenschaden. Darf wieder Benni auswürfeln. Insgesamt 6 Stück. Die 1. Alter, ist auch nicht, Junge. Der Benni darf nicht mehr würfeln. 1, 2. Das heißt, wir sind über den Lebenspunkten. Es gibt sogar noch einen dritten. Iserun verbrennt gerade. Die 2 wird getroffen. Und das war der Brandschaden. Jetzt kommt noch der Mondschaden auf die 8 und auf die 7, ne? Ja, tot. Mit einem Lebenspunkt, ist ja klar. Ja, würfel mal W6, wenn du jetzt ungünstig würfelst. Ich habe den Eindruck, die Dämonen, die kommen ganz klar aus dem Wasser. Die sind immer irgendwo da unten. Abelmir ist raus aus dem Spiel. Okay. Abelmir darf nicht mehr mitmachen. Gut. Jetzt überlege ich mir gerade. Der Brandschaden, wir sind jetzt ja auf der 1. Bevor das passiert, darf Iserun einmal löschen. So, yay. Iserun, du darfst einmal den Brandschaden löschen. Zudamin darf einmal den Brandschaden löschen. Schoko, möchtest du den Dämonen bekämpfen? Natürlich. Gut, 1W6 Schadenspunkte, dann ist der Dämon besiegt. Wurscht, ja. Der Dämon bei Abelmir bleibt erhalten? Ja, müsste erhalten bleiben. Meiner ist ja auch erhalten geblieben. Ich würde aber hier gerne meinen Ring einsetzen. Um 2 Dämonen zu vernichten? 2 Dämonen zu vernichten, nämlich den auf 5 und auf 7. Sehr gut, dann nehme ich den leider weg. Ich hätte einen Balsamring anzubieten auf meinem Körper. Aber der wirkt erst nach 5 Minuten, der Balsam. Ja, stark, Abelmir. Du bist stark. Schade. Gut, so, was machen wir jetzt oben mit dem brennenden Mast von Iserun? Iserun hat schon einmal gelöscht. Mhm. Jetzt entsteht aber Schiffsschaden, beziehungsweise ich nehme euch das eine Feuer raus und sorge dafür mit Schiffsschaden auf der 4. Weil brennendes Gerüst fällt runter und das fällt dann auf die 4 drauf. Ich finde, das ist gut. Was haltet ihr davon? Ja, das ist eine schöne Idee. Gut. Wie gesagt, das ist ja alles ein ganz dynamischer Prozess. Aber also ist die 1 jetzt weg und ist Iserun dann nicht jetzt unten bei mir? Oder wie sieht das also aus? Existiert die 1 noch als bin Zone? Ich kein brennendes Stück Gerüst. Okay. Ich würd einfach sagen, die 1 kann weiterhin getroffen werden und wirft weiterhin brennenden Schaden auf alle. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles bekämpft, was da ist, ne? Ja, dann ist die nächste Kampfrunde und ihr dürft euch erstmal bewegen. Gehe ich auf die 2, um zu löschen. Mhm. Wenn ich was gegen den Schiffsschaden tun will, ist das Holzbearbeitung, oder? Zimmermann, oder? Genau. Okay, dafür bin ich mega unqualifiziert, das heißt, vielleicht gehe ich mit Iserun Flammen löschen. Dann kletter nach oben. Ich finde das Spiel mega lustig. Vor allem ist es auch irgendwie realistisch, oder? Also es trifft den hintersten Mast, weil wir werden verfolgt. Und richtig. Ich habe weder Holzbearbeitung noch... Holzbearbeitung ist ein Grundtalent, das musst du haben. Ja, auf 2 habe ich das. Ich habe fast 3 Boltags. Wir haben das. Dann wird halt nicht in der ersten Runde gelöscht. Ist doch okay. Ja, richtig. Wenn ich jetzt nicht auf Feuersteinbearbeitung ableiten kann, dann wäre es schlecht. Doch, mit einer plus 10, glaube ich. Okay. Dann geh rüber. Ja, dann versuche ich das. Wenn du hörst, wie er plötzlich optimistisch klingt, dann weißt du, wie er seine Feuersteinbearbeitung hat. Naja, es ist mehr, als ich auf Holzbearbeitung habe, trotz des Abzuges. Gut, dann setze ich auf die 4. Moment, mache ich. Ich gehe auf die 4 und werfe einmal die Probe. Nein. Jetzt kommt erstmal der Rotzenschaden. Es sind nicht mehr 4 Schüsse, sondern nur noch 3 Schüsse auf die Helden. Es wird getroffen die 5, da ist keiner mehr. Die 2, da wird Rafim getroffen für 4W6 plus 6. Und die 6 ist Yalan. Auch wenn Yalan nicht da ist, kriegt er trotzdem den Schaden. Den würfel ich aus. Ihr kriegt 10 Schaden. Dann bekommt er 22. Ich schalte mir das mal für Yalan auf. 22. Ja, alle ausgenockt am Ende. So, und Rafim bekommt 20 minus die 10er Rüstung, sind 10 Schaden. Ja. Passt. So, dann, bevor ihr anfangt zu löschen, bekommt ihr 4-mal Brand und 2-mal Dämonen. Benni hat da richtig Spaß dran. So, die 4.
Die 4. Gib mir alles. Die 3 Stück auf die 4, ne? Ach nee, warte, das ist Dämon. Das sind erstmal 1, 2 mal Brand. Ne, Entschuldigung, das war ein Dämon. So, 2 mal Feuerschaden auf der 4. Dann haben wir auf der 5 einen Feuerschaden. Und wir haben noch einen 5 auf der Feuerschaden. Und jetzt haben wir noch Dämonenschaden auf der 4. Und auf der 8. Voltax, was machst du da? Ich händel das. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Jetzt ziehen wir einmal den Brandschaden ab, den Iserun und den Zulamin oben löschen. Die 1 wird gerettet. Und Rafim löscht die 2. Die 8 wird unten nicht bekämpft, die 5 ist egal. Jetzt hat allerdings Boltax darf erst einmal seinen Schiffsschaden, genau. Oder du willst den Dämon wegmachen? Erstmal muss ich ja. Ich krieg ja durch den Dämon noch Schaden 1-6. Achso, genau. Dann kriegst du 1-6 Dämonenschaden. Den will ich nicht unterschlagen. Nein. Das ist nett, also, dass du aufpasst. Keinen Schaden vom Dämon. Und dann würde ich natürlich trotzdem versuchen, den Schiffsschaden zu reparieren, weil. Das glaube ich der am dringendsten ist. Feuerstein plus 10. Plus 10, alles klar. Das sieht nicht gut aus. Okay, dann bleibt er erhalten. Ihr seid 2 Lebenspunkte über dem, was gerade noch irgendwie verkraftbar ist. Das heißt, wir nehmen den Schiffsschaden und verlagern ihn nach unten auf die 5. Und das Problem ist, das nächste Runde muss die 5 auf alle Fälle mal was passieren, sonst werden die 4 Schaden werden sich nach unten weiter ausbreiten. Da kommen wir nicht von der 5 weg. Ja, Voltax. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ich habe noch eine Frage. Du hast am Anfang noch irgendwas von Moralschaden gesagt. Wann oder wie kommt der ins Spiel? Ah, sehr gut. Danke, dass du aufgepasst hast. Mannschaftsschaden oder Moralschaden. Wir nehmen einen Moralschaden. Der Dämon auf der 8 wurde nicht bekämpft. Dementsprechend kommt ein Moralschaden. Danke. Die Dämonen erzeugen Moralschaden bzw. Mannschaftsschaden. Ich glaube, das können wir auswürfeln. Würfelt mal ein W6. Gerade ist Moral. Ja, das ist ein Moralschaden. Ungerade wäre dann eine Heilkunde Wunden. Okay, damit sind wir für diese Runde durch. Ihr dürft euch wieder bewegen. Mit den Dämonen bekämpfen, weil ich kein Damage von dem kriege und ich das andere eh nicht reparieren kann. Ja, wir müssen alle auf die 5 jetzt erstmal runter. Man kann sich auf das Feld bewegen, ohne dass einem das Feuer und so macht. Das ist nur, wenn es ankommt, oder? Das Feuer kannst du an sich so bekämpfen. Das geht. Okay, und den Schiffsschaden an der 4 zu bekämpfen, ist jetzt nicht mehr sinnvoll, weil jetzt ist das Problem bei der 5. Richtig. Gut, dann gehe ich zu Boltax auf die 5. Wenn die 4 getroffen wird, dann fällt der Schaden weiter runter, ne? Aber du merkst es, kommen pro Runde mehr Dinge an, als wir reparieren können. Das Noch. Ist dir aufgefallen, ne? Noch, ja, das Problem, dass Abel mir gerade raus ist, das ist das Problem. Ja, und Jalan macht ja auch nichts, ne? Obwohl er Schaden kriegt. Dann setzt Jalan auf irgendwas. Jalan kommt zu uns. Jalan geht nicht, alles klar. Der Zimmermann, oder? Dann, ihr bekommt nur noch 3 Rotzenschüsse. Auf die 2, da ist nichts. Auf die 7, da ist aktuell nichts. Und auf die 2, da ist auch... Ne, 2, 3, ja. 3, 2, 7. Kein Rotzenschaden für euch. Jetzt kommen 3 Brandgeschosse und ein Dämon angeflogen. Sind 4 Würfel. Die 4, so, ich muss gerade mal schauen. Die 4, da brennt es weiter. Iserun in Flammen. Die 4 habe ich, die 1 brennt weiter, die 6 und ein Dämon auf der 7. Dann kann sich ja mit Abel mir unterhalten. Der kann sich mit Abel mir unterhalten. Hat Abel mir wahrscheinlich beschworen. Seiner brennenden Leiche, die dann auch rumliegt. Genau. Okay. Dann habt ihr Dämonenzeugs. Jetzt könnt ihr anfangen zu löschen. Was kann ich denn mit dem Dämon machen, der hier immer noch gumgurkt, oder ist der inzwischen weggegangen? Du kannst ja für 1-6 Schaden entweder besiegen, aber dann kannst du das Feuer nicht löschen. Du kommst einfach 1-6 Schaden. Stressig von dem Schaden waren. Ja. Ja gut, meinetwegen, dann nehme ich halt Schaden von dem Vieh. 1-6 war's. Genau, 1-6 und dann ist der Dämon besiegt. Pam. Kriegst du da was ab? Ja.
bin immer nur 2. Okay, dann brennt es weiter. Ich versuche mich nochmal daran, den Schiffsschaden zu beheben. Ja, warte, wir fangen oben an. Wir fangen auf der 4 an. Isarun hat eben die 4 gemacht, damit ist sie durch. Dann Zulamin, was möchtest du machen? Ich kümmere mich auch um den Schiffsschaden. Okay, dann Holzbearbeitung, Zimmermann oder mit einer Ableitung ein anderes Handwerkstalent? Nein. Ist das so, ihr Lappen? Okay, ich versuch's auch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann entfernen wir mal den Schiffsschaden. Was soll Yalan tun? Löschen? Ja, auch Schiffsschaden entfernen. Schiffsschaden. Dann gucke ich gerade mal in den Charakter von Yalan. Ich glaube, der hat sogar richtig gute Werte. Meiner auch. Ja, ich glaube nicht. Holzbearbeitung auf 1. Daran habe ich mich auch erinnert. Kann er das auf Seefahrt ableiten? Mit einer plus 10, wenn ihr wollt. Ja, das macht aber nicht besser. Seefahrt? Was ist denn das? Körper? Natur? Handwerk. Seefahrt ist Handwerk. Seefahrt? 12. Zwei ist besser als 1. Ja, zählt nicht. Doch, richtig. Er kann auch nur ein Feuer löschen, das ist ein sicherer Punkt. Ja, gut, ja, ich glaube, das ist. Löscht er wieder ein Feuer und ich versuche mich weiter an. Schiffsschaden, ja. Gut, dann löscht ihr. Dann ist Rafim noch dran und darf den Dämon besiegen für 1W6 Schadenspunkte. Ja. Alles klar, Moralschaden bleibt weiter bestehen, den kannst du mit Heilkunde Seele machen. Klar. Tut dann er uns haben was? Wir tut aber. Tut er uns was? Noch nicht. Das wird dann eben in-game beschrieben, aber er erfüllt einfach eure Lebenspunkte. Ne? Also, wenn jetzt die 8 weiter beschossen wird und ihr habt da, wie gesagt, nur 2 Lebenspunkte pro Region. Okay, also geht es darum, dass sich dann die verschiedenen Schadensarten aufsummieren und dann ist es genau. Ein Problem, dass wir da Moralschaden haben. Richtig, genau. Wasserschaden unter Deck ist natürlich auch nicht so super. So, dann haben wir 2x Feuerschaden zu viel, der fällt wieder runter und zwar, ihr könnt euch jetzt aussuchen, fällt er auf die 5 oder fällt er auf die 7? Muss ja auf die 7, weil die 5 ja schon kaputt ist. Dann nehmen wir einfach mal Wasserschaden auf die 7. Abelby liegt immer noch und erträgt. Das ersäuft aber wenigstens vielleicht den Dämon. Man muss das ganze Boot. Der Dämon ist nicht besiegt, da müsst ihr nächstes Mal drauf aufpassen, wie gesagt, weil ihr wollt nicht, dass da weiter die Leute auf euren Lebenspunkten rumliegen. Okay, damit bin ich fertig. Und die nächste Kampfrunde beginnt. 2 Rotzenschüsse bitte. Ach nee, Entschuldigung, erst bewegen. Ich mach den Dämon weg, damit wir da einen Punkt weniger kriegen. Ja, ich bleibe. Alan muss eigentlich löschen, glaube ich. Ja, ich. Also narrativ gesehen müsste ich hier um den Moralschaden kümmern, aber der ist nicht so brisant, oder? Wie dass es überall brennt. Nee, dass das Schiff gerade unten hinten untergeht. Hey, sollten wir uns erst darum kümmern. Körperbeherrschung oder Athletik wäre Wasserschaden. Ja. Dann, wenn wir beide da bleiben und wieder versuchen, den Schiffsschaden und den Feuerschaden. Ja. Ja. Ich weiß halt nicht, wie der Wasserschaden sich auswirkt. Wenn das jetzt hier halt voll läuft, dann ist halt mal mighty schlecht. Bist du denn gut in der Athletik? Das solltest du doch eigentlich können. Die arme Seeadler, ne? Die arme Seeadler. Ach, die haben's verdient. Athletik bin ich schätzungsweise besser als Boltax, also. Ja, dann. Bin auf, ja, gut, also, dann. 8 in Athletik. Ich bin überrascht. Klingt positiv. Gut, steht ihr alle da, wo ihr stehen wollt? Jalen wurde bewegt? Ja. Zulamin macht den Wasserschaden mit Athletik, alles klar. Dann bitte 3 Schüsse auf die Helden. 3 oder 2? Alf, was hatte ich gesagt? 2 hast du gesagt. Na gut. Die 6, da steht niemand. Die 7, da steht Zulamin und Rafim. Und auf der 6 steht wieder niemand. Dann bekommt ihr beide 4W6 plus 6. 19 sind 9. Wie viel Lebenspunkt hast du noch? 8. Ich hatte auch mal 14. Das macht 25, bleiben 20. Ich nehme an, damit bin ich weg vom Fenster. Echt? Bist du tot? Nee, 22. Oh, oder nicht? 22 nur. Du hast ja 16 plus 6. Ach so, okay. Ich hatte irgendwie 9. Gesehen. Nee, plus dann 22 minus 5. Kannst du auch, wie gesagt, in der Aktion dann. Ach, der Dämon ist jetzt natürlich auch nochmal für ein W6 dran, ne? Okay, dann habe ich noch 15. Ach, das ist. Ja, kannst du noch. Kannst ja noch einen Rotzenschuss nehmen. Okay, das war der Schuss auf die Rotzen, beziehungsweise mit den, auf die Helden, auf die Mannschaft. Dann schießen wir mit 2x Brand und 1 Dämon. Die 7
Aua. Die 8. Die ist besser. Und der Dämon auf die 4. Da ist schon gar kein Platz mehr. Isaron, was ist da los bei dir? Ich weiß nicht, ich bin so anziehend auf die. Ja, das ist, scheinbar. Das ist das Achterdeck. Feuerfänger. Okay, dann frage ich auf der 4. Boltax, was möchtest du tun? Auf der 5. Isaron ist auf der 4 und Yalan. Achso, das ist Yalan. Was soll Yalan tun? Yalan löscht. Yalan löscht? Ich mach den Dämon weg. Gut, Yalan löscht. Du machst den Dämon weg für ein W6. Ja, ja. Yes. Sehr gut. Ich werde löschen. So, Boltax steht auf der 5. Boltax löscht ohne Probe. Die 6 brennt weiter. Die 7 hat ein Problem. Zulang. Ich bin nicht sicher, ob ich noch handlungsfähig bin. Ich würfel einfach eine Selbstbeherrschung, oder? Ja, Selbstbeherrschung und dann gucken wir uns den Schaden über der Wunde an. Okay, das wird happig. Hey. Klar, müssen wir gut aus. Rechnen. Gut, dann stehe ich noch mit 3 Lebenspunkten. Oh, okay. Das ich hab 8. Lebenstrank trinken, nehme ich an. Genau, ja, sind wieder 3W6 plus 6, also ganz normal euren Heiltrank. Dann kannst du aber nichts in der Zeit tun, ne? Das ist einfach deine Aktion. Ja, das ist klar, aber wenn wir dann nächste Runde einen weniger haben, ist auch keinem geholfen. Das ist wert. Trink ihn. Ja, definitiv. Hätte Abel mir ja auch machen wollen, aber er war vorher tot. Ja. So, Dämon besiegen auf ihm. Ich hab 8 Lebenspunkte. Ich geb mir auch einen Heiltrank hinter die Binde. Ach du, du willst nicht den Dämon besiegen? 3W6 plus 6. Der ganz normale D-Heiltrank. Jetzt sind, okay. Ah, okay, Dämon kann mir gerne 3W6 Schaden machen. Die 7 bleibt so, wie sie ist. Ihr bekämpft da nichts und wir sind nicht fertig. Ihr bekommt beide 1W6 Schaden vom Dämon. Und es entsteht ein Moralschaden. Moment. Wir können mal gucken. Mannschaftsschaden, Moralschaden. Dieses Mal entsteht ein Mannschaftsschaden. Es entsteht ein Mannschaftsschaden. Und ihr habt 1, 2, 3, 4, 5. Ne, die 5 ist bei Boltax. Ich muss gerade gucken. Die 7 hat 1, 2, 3, 4 Stück. Das heißt, ihr bekommt 2 weitere Schadensarten. Also Wasser im Unterdeck. Und das wirkt sich natürlich auf die 8 aus. Das Schiff läuft voll. Fischt das Wasser denn das Feuer? Doch, warum nicht? Warum nicht? Na. Weil die sind ja jetzt so nicht direkt Freunde, würde ich sagen. Ja, du hast absolut recht. Es sei denn, es läuft jetzt irgendwas aus. Dynamische Entwicklung dieses kleines. Bei 7 ist auch Feuer. Also ist auch Wasser und Feuer. Alles klar, machen wir weg. Da soll die Mannschaft mal nicht so schreien, das Feuer ist doch schon wieder ausgegangen. So, wir entfernen uns langsam von den Zitraken. Einen Rotzenschuss bitte auf die Helden. Die 4. Da steht Isaron und Yalan. Das sind wieder 4 wie 6. War ja klar. Ich hoffe, du kannst es tanken, Isaron. Nicht so wirklich. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 4 W6 plus 6 sind 11 plus 6 sind. Aua, Isaron, aua. Aua. 17 minus R ist bei Yalan. Nicht mit dem Gesicht, Isaron, nicht mit dem Gesicht. So, ich habe noch einen Lebenspunkt. Wollen wir mal gucken? Ja, ey, komm. Willkommen im Club. Das war aber mir nicht lange gehalten, wenn ich das so sagen darf. 12. Sollte reichen, oder? Das sollte eigentlich reichen. Ja, nicht viel Raum, aber das reicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal der mit den meisten Lebenspunkten bin. So, das war der Rotzenschaden. Dann bekommen wir einen Brandschaden und keinen Dämon. Die 3. Die 3 brennt. Weißt du, Voltax, bei dir sausen die Rotzenkugeln einfach über den Kopf hinweg. Ja, richtig. Gut, Ach so, warte mal, ihr hattet euch noch gar nicht umpositioniert, aber ich glaube, ihr wolltet so stehen bleiben, oder? Hoffe ich doch. Ja, ja, das ist gerade genügend Problem. Ja. Ich könnte mich um den Moralschaden kümmern, weil jetzt so, ist da genauso scheiße, Isaron, oder? Wir fangen bei Isaron an. Heiltrank. Heiltrank, alles klar. Isaron trinkt einen Heiltrank. Yalan, was tut der? Brandlöschen. Brandlöschen, ja. Brandlöschen, der hat sonst nichts. Nehmen gerade mal ein bisschen Feuer weg. Kackwurf. Die 1 bleibt so, die 3 bleibt so. Boltax kann den Schiffsschaden beheben und eine 5.
versuche es zumindest. Ich werde wieder die um 10 erschwerte Feuersteinbearbeitung würfeln und dann mal schauen, was rauskommt. Ja. Das ist gelungen. Dann nehmen wir den Schiffsschaden weg. Das ist schon mal sehr gut. Zulamin. Mein Deck bleibt sauber. Ich möchte gerne auf der 8 mich um die Leute kümmern, damit die dann Wasser schöpfen können. Du kannst jetzt diese eine Probe kannst du noch, weil du schon getroffen wurdest, du kannst noch einen Wasserschaden beben. Nächste Runde kannst du auf die 8 gehen. Okay, cool. Dann bebe ich einen Wasserschaden. Mannschaftsschaden geht auch. Ne? Heilkunde Wunden das wäre die... Heilkunde Wunden ist, oder den Dämon besiegen mit einem W6 Schaden. Nee, ich versuche das mit dem Wasser. Das ist eine Athletikprobe. Oh, und das klappt. Oben. So langsam räumt ihr auf. Raffin. Ich trete den Dämon. Du trittst den Dämon vor NW6. Ja, ich meine, mach mir keine Rüstung, keinen Damage. Also von daher. Okay. Dann dürft ihr euch wieder positionieren. Soll ich den Jalan mal hier oben stehen lassen? Ja, ich gehe mal in die 8. Hier habt ihr auf alle Fälle noch ein Problem. Da fehlt euch einmal Wasserschaden. Nee, da fehlt euch Schiffsschaden. Fällt euch da einmal nach oben. Nee, warte. Ich find's besser. Moralschaden breitet sich aus und geht auf die 6. Okay, gut, dann gehe ich auf die 6. Kümmere mich da um den Moralschaden. Also, und ich glaube, du solltest dich eigentlich mit Zulamin da unten drum. Nee, kümmere du dich mit Zulamin da unten drum, weil da haben wir drei Probleme. Richtig. Ja. Den Wasserschaden kriege ich weg, bloß die Mannschaftsschaden. Keine Ahnung, wie das Doch, sein. Also ich krieg den Mannschaftsschaden halt weg. Ja, dann gehe ich darüber. Ist auch gut. Anatomie geht natürlich auch, ne? Also. Ja, dann würde ich dem aber sagen, schneid es ab. Okay, ein Rotzenschuss. Nicht die 8. Kamen die 4 an? Nee, nochmal bitte. Die 4 wäre... kriegt sie Alan ab. Die 3. 3 ist kein Problem. Da stehen nur ein paar Matrosen. Kein weiteren Brandschaden. Ihr könnt weiter bekämpfen. Wir fangen bei Jalan an. Jalan macht wieder Feuerschaden beheben. Dann gehen wir weiter auf die 6. Beutax? Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich würde gerne den Moralschaden beheben mit einer Heilkunde Seeleprobe. Genau. Das ist trotzdem geschafft. Knapp. Dann 7. Das bin ich. Ich möchte den Mannschaftsschaden mit Heilkunde Wunden wegmachen. Ja. Jop. Das ist auch gelungen. Das war wahrscheinlich Abelmi, den du gerade zusammengeflickt hast. Und Zulamin. Ich kümmere mich um die panische Mannschaft. Easy. Und Raffi mit einer Athletikprobe. Oh. Ausgezeichnet. Gelungen. Damit habt ihr nirgendwo mehr als 2. Es entsteht kein weiterer Schaden und bei keinen weiteren Einschlägen könnt ihr sicherlich dann auch den Rest der Seeadler retten. An der Stelle beenden wir dieses kleine lustige Brettspiel und ihr dürft das gerne einfach mal eure Gedanken dazu ausformulieren. Abelmir, du hattest genug Zeit. Fang mal an. Ich fand die Rotzenschüsse im Verhältnis zu den Feuerschäden, Dämonenschäden etwas zu heftig, weil wenn du zweimal getroffen wirst, bist du raus. Aber sonst war das lustig. Also ich glaube mir so vor, wie Hohecker, sie sind raus. Ja, vor allem, ich fand das auch sehr spannend. Also wenn ihr mit 6 Leuten 6 verschiedene Baustellen löscht, ist das kein Problem. Aber dadurch, dass Abel mir eben sehr schnell oder irgendjemand von euch schnell ausgefallen ist, hattet ihr 6 Probleme, aber nur 5 Helden. Und dadurch war das eben besonders spannend. Hat sich eben so schon aufsummiert. Deswegen fand ich das gut. Es war einfach spannend. Zulamin, machen wir weiter. Ich hätte ja zwischenzeitlich nicht gedacht, dass wir das nochmal wegkriegen. Also gerade mit unseren tollen Holzbearbeitungswerten. Aber ja, erstaunlich. Jetzt haben wir es doch nochmal auf einen ganz passablen Zustand geschafft. Die Dämonen kamen mir irgendwie ein bisschen harmlos vor. Also so im Vergleich zu Rotzenfeuer. Ja. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was das war. Also eher mehr Dämonenschaden ansetzen? Oder wie würdest du es lösen? Oder dass die SP verursachen? Das wäre auch, glaube ich, eine gute Idee, dass die an der Rüstung vorbeibeißen. Wäre auch eine Idee, oder? Gerade wenn es so Kitmakabudim sind, so diese Rostratten, die an der Rüstung vorbeibeißen als Nagetiere. Aber das ist vielleicht spannender. Bin ich mir nicht sicher. Also diese Dämonenbekämpfung, die funktioniert ja irgendwie. Ich nehme den Schaden, dafür ist der Dämon weg.
Also das würde mir einleuchten, wenn man den nicht mit Rüstung umgehen kann. Mhm. Aber andererseits haben wir eh relativ viel Schaden gekriegt und ich weiß nicht, ob wir den Schaden noch zusätzlich hätten nehmen können, so dass das noch funktioniert hätte. Ja. Voltax, erzähl mal was. Ja, ich denke, dass der Einsatz vom Ring an der Stelle, wo ich es gemacht habe, relativ sinnvoll war, weil mal zwei Dämonen mehr da waren, als wir hätten handeln können. Hätte ich das an dieser Stelle nicht eingesetzt, wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen. Vom Balancing her waren es relativ viele Schüsse. Es ist dann über die Zeit weniger geworden. Ich fand, man hätte vielleicht einen W6 aus den Rotzenschüssen rausnehmen können und dafür, ich weiß nicht, 2W4 bei den Dämonen ansetzen können. Das hätte das Ganze nochmal ein bisschen dynamischer gestaltet. Und ja, wir wären nicht bei, ich glaube, 3,5 Schaden im Mittel bei den Dämonen, sondern bei 4 Schaden im Mittel bei den Dämonen gewesen. Und ja, wenn das dann rüstungsignorierend wäre, dafür halt ein bisschen Reduktion bei den... Also 3W6 mal 2 sind dann 7. Ja, genau. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, da hätte man vielleicht noch ein bisschen an Stellschrauben drehen können, um das auszutarieren. Prinzipiell fand ich die Idee aber ganz schön. Es hat es aufgelockert und ja, ich fand es auch spannend, dadurch, dass eben viel zu tun war und wir nicht unbedingt das ideale Skillset hatten, aber mit einer plus minus null ja trotzdem unsere Proben schaffen konnten. Ja, also genau, wir können da Schwernis drauf. Richtig, das war deshalb. Fand ich durchaus bewerkstelligbar. Ich hatte auch zu keiner Zeit das Gefühl, unfair behandelt zu werden, eben dadurch, dass ihr zum Beispiel Feuer oder Schiff keinen Schaden gemacht hat an uns Helden, sondern wir wirklich nur die Rotzen und Dämonen Schaden nehmen mussten. Iserun. Ja, war ein nettes kleines Impro-Spielchen. Am Anfang habe ich gedacht so, oh Gott, wie viele Regeln kommen denn noch? Kann ich mir die alle merken? Ich habe Probleme damit, so wenn mir Regeln nur erzählt werden. Also wenn das irgendwie mehr als 10 Stück sind oder so, dann komme ich irgendwann durcheinander und denke mir so, hey, was muss ich nochmal machen? Dann lieber immer anfangen und dann... Ja, die Rotzenschüsse fand ich auch völlig überdimensioniert. Die Sache ist ja so, bei einem Spiel möchte man erhalten, dass die Spieler handlungsfähig bleiben, weil es macht keinen Spaß, nebenbei zu sitzen. Und wenn du halt von so einer Rotzenkugel unglücklich getroffen wirst und dann deine Selbstbeherrschung verkackst, selbst wenn du halt noch am Leben bleibst, bist du halt aus dem Spiel raus. Und dann kann man halt auch nicht mehr taktisch handeln, wenn du im Prinzip zu jeder Zeit von einem Rotzenschuss komplett vom Spielfeld genommen werden kannst. Von daher, das fand ich nicht gut gewählt mit den Trefferpunkten. Da hätte ich die deutlich niedriger angesetzt und eventuell die Dämonen etwas höher. Mit den 2W4 kommt man, denke ich, ganz gut klar. Aber es muss halt immer gewährleistet bleiben, dass die Handlungsfähigkeit und auch die Taktik oder der nächste taktische Schritt dann gewährleistet werden kann. Ja. Auf ihm. Ja. Was habe ich zu sagen? Ja, die Idee ist ganz nett, aber ich will zurückschießen. Ich will ihn, ja, also das Schöne dabei ist ja, also das Schöne an sowas ist ja immer, den anderen auch kaputt zu schießen und zu sehen, wie der verzweifelt. Das zieht es, glaube ich, ein bisschen unnötig in die Länge, weil wir da ja auch keinen Einfluss drauf haben, aber ich hätte mich trotzdem gefreut, die kaputt zu schießen. Ja. Ja. Ich will auf die schießen. Benni, hast du Kritik? Ja, allgemein, spannende Idee. Ja, vieles wird schon gesagt, Rotzen ein bisschen zu stark, Dämonen ein bisschen zu schwach. Ich weiß nicht, ob es so war am Anfang dazu geklungen. Eventuell hätten die Dämonen quasi, wenn ein Dämon nicht bekämpft wird oder so, spawnt der Dämon dann einmal Moralschaden oder so. Irgendwie, damit der dann ein bisschen individueller ist oder so, weil Schaden war jetzt größtenteils gleich, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ja, das wären dann auch eventuell wieder zu viele Regeln. Aber alles in allem sehr interessant. Ja, also ich fand es auch super lustig während des Spiels. Bezüglich des Schadens gebe ich euch recht. Hätte man sicherlich sehr individueller gestalten können. So Rotzen nur 3W6, Dämon 2W6 und eventuell nochmal einen Feuerschaden. Oder dass man an der Rüstung vorbei irgendwas macht. Oder dass man auch andere Proben abarbeitet. Da war ich jetzt nicht ganz sicher, was man zur Feuerbekämpfung noch hätte nehmen können. Vielleicht eine Körperbeherrschungsprobe und Athletik für Wasser. Aber
An sich fand ich es super lustig, hat mir viel Spaß gemacht, auf euch zu schießen und zu sehen, wie das Schiff erst in Flammen steht und das dann eben nach und nach durch die Entfernung dann eben immer weniger wird, wenn ihr dann irgendwie Fahrt aufnehmt und aus diesen Zitracken dann rausfahrt. Und ja, wir können uns jetzt überlegen, ob wir das Ganze kanonisch machen. Ich würde dann einfach sagen, wir machen eine kleine Pause. Jeder überlegt sich zwei Szenen, wie er dann an Bord glänzen kann. Also ihr hattet euch ja im Vorfeld schon überlegt, mit welchen Fähigkeiten ihr hier arbeiten könnt, um dann die Mannschaft zu boosten, um irgendwie euch in die Reling zu legen, sodass dann meinetwegen Zulamin den Moralschaden bekämpft, indem sie dann oben auf Deck steht und die Pferde beschwört. Boltax seinen Ring zieht, Abelmir dann unten im Achterdeck steht und die Ruderer dann irgendwie boostet und dann eben selber gegen Flammen und Dämon fällt oder sowas. Also ich glaube, das kann richtig cool werden, wenn sich jetzt jeder eben zwei Szenen überlegt, die wir dann nach und nach dann beschreiben. Das heißt, Zulamin fängt an, geht mit ihrer ersten Szene runter und Abelmir und Boltax und Isarun und dann gehen wir wieder rüber zu Zulamin, was sie dann als zweites macht. Dass wir dann jeder eben eine kleine Pause machen und dann kann jeder seine eigene Szene beschreiben, was dann an Bord so passiert. Was haltet ihr davon? Finde ich gut und ich finde auch, dass unser Minispiel dafür eine gute Ausgangsbasis bildet, weil irgendwie hat sich das recht gut gefügt. Also ich hatte es ja schon gesagt, dass wir erst so viel Schaden am Heck hatten, das leuchtet total ein und auch die anderen Sachen mit den Dämonen auf den beiden unteren Feldern, das kann man sich richtig gut vorstellen. Vielleicht solltest du da vielleicht vorher noch sagen, was das für welche waren oder denken sich das dann die Leute aus? Die Dämonen, ja, wahrscheinlich irgendwelche Kidmakabulim, die darauf geschossen werden. Ich muss gerade mal im Aventur schon ein paar Dämonen gucken. Es gibt den Utawar, das ist eine diebische Elster oder eben die Rostratten, die Isarun schon in Fasar bekämpft hatte. Also solche Dinger werden das werden. Überhalb des Decks werden das dann irgendwelche fiesen Elstern sein, die nach euch picken. Und unterhalb des Decks werden es dann Rostratten sein.